Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet in Florida. Heute will ich mir die Augenflecken-Kammbarsche angucken oder wie sie auf Englisch heißen, Butterfly Peacock. Die gibt es hier in der mittleren Station und wir haben heute einen schönen bewölkten Tag, 23 Grad, es ist 16 Uhr am Nachmittag. Und ich mache erstmal mit dem Bass Jig hier so rechts ein bisschen. Man kann die aber überall fangen, soweit ich weiß. Und ja, hier hängen wir die ein bisschen rein. Trophies gibt es hier, die Uniques sollen woanders sein, das probiere ich dann. Einfach im zweiten Teil des Videos. Jetzt machen wir erstmal hier so ein bisschen hin und her und gucken, was wir hier finden. Und nebenbei lese ich natürlich wie immer die Nachrichten, damit es nicht ganz so langweilig ist. Angefangen mit Nordkorea bereitet offenbar Raketenstart vor. Finde ich eine gute Sache, braucht man keine Angst haben. Abschreckung muss in den Zeiten heutzutage sein. Und Kim Jong-un, der ist ja auch nicht komplett blöd, glaube ich. Also der weiß schon, was er macht. Und Nordkorea, weiß ich gar nicht, sind die auch ein Atomstaat? Ich glaube ja, ne? Die haben Atomraketen. Und wenn das mal so ein bisschen gezeigt und geübt wird und so, das finde ich schon in Ordnung. Also Abschreckung ist das Einzige, was wahrscheinlich die USA und andere Staaten davon abhält, da zu intervenieren, sei es eben mit Bodentruppen oder wirtschaftlich, was ja auch sehr gerne gemacht wird. Ne? Also Korea schottet sich ab, kann man gut oder schlecht finden, aber gut ist auf jeden Fall, dass es halt noch Staaten gibt, die nicht beeinflusst sind von der USA. Da ist doch tatsächlich gerade hier ein Fisch hinter mir, hinter dem Ding hergeschwommen und hochgesprungen und gleich ein Trophäe, 98 Punkte. Ich habe keinen Premium-Account mehr. Ja, aber es geht eigentlich auch ganz gut, wenn man davon eine Menge fängt. Scheint ja hier ganz gut zu gehen. So, brauchen wir gar nicht so weit zu werfen. Da hinten, das reicht. Kann Best Jig auch hier direkt durch die Rosen durchziehen. Die sind so gebaut, dass sie sich eben nicht verheddern. Der Haken ist ja so eingebaut irgendwie in dem ganzen Geflitter. Die kann man hier so durch das Gestrüpp durchziehen. Manchmal bleibt es halt doch hängen, aber man kriegt ihn auch relativ schnell wieder los. So, was haben wir noch? Kompromiss. Ja. Fakten zum Asylpaket 2. Die große Koalition, Gabriel, Merkel, Seehofer, die haben sich gerade zusammengesetzt, also seit Monaten eigentlich, basteln an einem Asylpaket. Es soll sozusagen eine Lösung gefunden werden oder wurde gefunden, ob es wirklich eine Lösung ist, kann ich nicht sagen. Was haben sie gemacht? Ja, sie sagen, bestimmte Leute können leichter abgeschoben werden, also leichte Krankheiten und so weiter. Man muss jetzt schon schwer krank sein, um direkt hier bleiben zu dürfen und behandelt zu werden. Die Familien dürfen nicht nachziehen, da gibt es irgendwie eine Zwei-Jahres-Sperre. So eine Pro-Asyl-Organisation sagt, ja, das ist ganz schlimm, ja, Grundrecht auf Zusammenleben der Familie und so, das geht gar nicht. Aber andererseits, wer seine Familie verlässt, ja, man weiß immer nicht, ne, was dahinter steckt und wie die Intentionen von den Leuten sind. Ja, die sagen, ja, Papa geht vor, macht alles klar, ihr kommt nach. Wenn die Leute dort bedroht sind von Krieg, Folter und so weiter, ich würde meine Kinder mitnehmen. Ich würde die nicht da lassen und alleine gehen und sagen, ey, ich gehe mal vor und mache hier alles klar. Nee. Die kommen mit. Also deswegen, also die Leute, die alleine sind und dann irgendwann, also weiß ich nicht, ob das okay ist. Diese ganze Diskussion um Asyl und Obergrenzen und so weiter ist halt auch echt kacke eigentlich. Ne? Einerseits kann man schon sagen, hat man glaube ich schon thematisiert, ne, dass die Aufnahmefähigkeit natürlich begrenzt sind. Aber was macht man? Ja, macht man einfach zu. Geht ja auch nicht, ja, man muss ihnen helfen. Man muss Fluchtursachen, ja, wird ja immer, ist ein großes Stichwort, Fluchtursachen bekämpfen, wird gerne genannt, aber meiner Meinung nach ist es unmöglich. Also nicht in unserer Generation, wahrscheinlich auch nicht in der folgenden Generation. Die Fluchtursachen sind so vielfältig und das ist nicht Krieg. Also ja, auch, natürlich kann man sagen, ja, Krieg, ja, muss man Krieg beenden und so weiter. Ja, es ist auch Armut natürlich, ja, muss Armut beenden. Und das sind aber Sachen, das funktioniert, also das passiert einfach nicht. Das wird nicht gemacht. Ja, stattdessen wird halt sich abgeschottet und gesagt, hier Griechenland muss die Grenzen bewachen oder die Türkei. Na, und die Fluchtursachen, also Armut, Krieg, die Ursachen davon sind ja interessant.
finde ich zumindest. Ne? Und das sind halt Sachen, die sich nie im Leben lösen oder verändern lassen. Ja, weil das System immanent, also Mensch immanent ist. Ja? Der Mensch ist das Problem und die Ansichten des Menschen, also so einfach wie der Mensch gestrickt ist. Und zwar seit es Menschen gibt. Also es ist halt schon immer so gewesen, dass es Menschen gibt, die mehr haben wollen als die anderen. Und früher war es halt das Land und die Frau. Und heute ist halt Geld und die Frau vielleicht. Ja, also damals eben mit Keule genommen und heute mit Atomwaffen. So. Also, oder eben wirtschaftlich. Also das ist schon immer so gewesen und wird immer so bleiben. Das Einzige, was man da machen kann oder was man braucht, ist eine Evolution sozusagen des Menschen. Und eine Evolution im Denken. Ja, also Kapitalismus kann man sagen, es könnte auch schuld sein, so, weil es halt Leute verarmt werden. Aber Kapitalismus ist ja auch nicht von alleine da. Also der ist ja nicht einfach da, so, weil es ihn gibt, sondern der ist da, weil die Menschen so sind, weil sie ihn haben wollen, weil er Menschen bevorzugt. Und die finden es dann gut und die sind dann in reichen und einflussreichen Positionen und so wird man den halt nicht los. Meine Meinung, was man da machen kann, also es gibt ja so Zukunftsvisionen, sagen wir mal zwei verschiedene, einmal so Dystopie, irgendwie so Terminator-mäßig und Utopie, was Star Trek wäre, wobei natürlich Star Trek auch ein dritter Weltkrieg vorausging, ja, bis die Menschen geschnallt haben, dass es so nicht weitergeht. Ja, also diese beiden Möglichkeiten gibt's und die sind halt auch tatsächlich wahrscheinlich. Also Terminator zum Beispiel könnte es tatsächlich geben, wenn man sagt, also wenn die Ursachen sozusagen der Mensch ist, ja, und die ungleiche Verteilung von Ressourcen, ja, also die Ressourcen sind begrenzt, Energie, Gold, Diamanten, was auch immer es gibt. Und es gibt halt Menschen, die sagen, sie wollen mehr haben. So, und die haben die Waffen und die können halt die anderen einfach dazu zwingen, ja, die nehmen sich das. Und wenn man das jetzt abschaffen will, ja, und sagt, nee, wir haben jetzt hier ein tolles Computerprogramm, also Google zum Beispiel, die machen das und sagen, wir haben die und die Ressourcen und die müssen wir jetzt gleich verteilen und wir machen das einfach so und dann kriegen halt alle was ab, weil ein Mensch braucht nicht mehrere Millionen, Milliarden auf dem Konto, das ist totaler Schwachsinn, weil gerade letzte Woche auch ein Thema irgendwie, dass 62 Menschen auf der Welt genauso viel Vermögen haben wie 50% der Weltbevölkerung, also die Ärmste sozusagen, die unteren 50%, ja, die Ärmsten der Welt. Und da sieht man auch, dass irgendwas falsch läuft. Ja, also, und die geben das halt nicht ab. Ja, und wenn man das aber machen wollen würde, politisch wäre es vielleicht möglich oder so, aber dann eben zu sagen, wir haben jetzt einen Algorithmus, der das verteilt, so, und das ist halt so eine Maschine, so Skynet dann eben. Und das wird dann problematisch, wenn halt die Ressourcen knapp werden, ja, wenn die nicht mehr gleichmäßig verteilt werden können. Und die Maschine entscheidet, hier Arme, nicht Arme, Kranke und Alte, die kriegen jetzt halt nichts mehr. Die können wir nicht mehr durchfüttern, die müssen jetzt halt leider sterben. So, dann wird es halt da Menschen geben, die da vielleicht gegen irgendwie Revolte laufen oder so. Das wäre so eine Möglichkeit. Das andere eben, wie gesagt, Star Trek, Dritter Weltkrieg und die Überlebenden. Ah, da wäre ein Biss gewesen. Die Überlebenden, die sind dann schlau genug zu wissen, ja, okay, wir müssen jetzt ein bisschen was anderes machen. Aber daran glaube ich dann tatsächlich auch noch nicht. Also das wird nicht funktionieren. Was helfen könnte im Sinne von Star Trek, ist kostenlose Energie. Also Energie, also gerade Öl, jetzt was so Energieträger Nummer 1 ist irgendwie, ist halt begrenzt, also sehr begrenzt und wahrscheinlich das Mittel, wo am meisten drum gekämpft wird. Ja, also selbst wenn jetzt so Wasser knapp wird oder so, jetzt so Frischwasser, was halt irgendwie aufbereitet werden müsste und so, das ist halt eine Energiefrage. Wenn man unbegrenzte Energie hat, dann kann man auch so eine Sachen unbegrenzt herstellen. Ja, und so könnte man halt die Wüste bewässern, wenn man will, wenn man genug Energie hat, sodass die Leute genug zu essen haben. Und dann wären halt die Grundvoraussetzungen, die der Mensch haben will zum Leben, vielleicht durch Energie, also durch unbegrenzte Energie für alle gedeckt. Also was will man haben? Man will ein Dach über dem Kopf haben, man will Essen haben, man will in Frieden leben. Bildung, ne? Und für Menschen, vielleicht ist noch die Beschäftigung ganz wichtig. Ne? Man will irgendwas zu tun haben, so Angeln zum Beispiel. Oder was auch immer. Und Beschäftigung
Gibt es halt in Zukunft nicht. Also war auch eine Studie, also schon ein bisschen länger her, irgendwie so eine kleine Meldung, dass halt der Mensch in Zukunft nur noch als Konsument gebraucht wird und sonst nicht. Und das funktioniert halt nicht, ne? Also wie soll der konsumieren, wenn er nichts schafft und kein Geld verdient? Also da muss irgendwann umgedacht werden. Und die Idee ist eben, ja, dass halt die Arbeit von Maschinen erledigt wird. Hallo Skynet. Und dass aber eben der Profit, der dadurch entsteht, dem Menschen gehört, dem die Maschine gehört. Und da muss eben dann auch entsprechend umgedacht werden, ne? Also dass eben sozusagen das verteilt wird. Also wenn jetzt hier bei VW am Laufband nur noch Roboter stehen, dann muss halt VW das Geld dafür abgeben und die Leute, die er nicht beschäftigt, irgendwie versorgen. So. Und nur VW geht natürlich nicht, weil man hier in Deutschland sagt, hier VW, ihr seid jetzt hier dran und Audi und BMW und Mercedes. Und dann sagen die halt, okay, gehen wir halt nach Bulgarien. So. Also das ist so ein weltweites Unterfangen, ja, was man da machen muss. Ja, und dann werden halt so alle Menschen so mit allem versorgt und wenn Energie. Also du müsst halt, wie gesagt, so, ja, Antimaterie vielleicht nicht, Kernfusion so im kleinen Rahmen irgendwie, ja, dass man halt wirklich sich so eine Kiste irgendwo hinstellen kann, die einfach extrem viel Energie produziert, ja, um halt so alles Mögliche zu betreiben, ja, Maschinen eben. Natürlich müssen die Maschinen gewartet werden und das ist halt dann die Frage, ja, wie versorgt man oder wie entschädigt man jemanden für seine Arbeit, ja, also oder muss man das überhaupt? Das ist halt die Frage. Ich glaube, wenn alle Menschen das Gleiche kriegen, also von wegen so Grundeinkommen, ja, und das ist aber höher als das, was jetzt vorgeschlagen ist, also wirklich, dass man gut leben kann. Ich glaube, dass die meisten Menschen einfach dann zufrieden sind mit dem, was sie machen. Ja, also die wollen nicht mehr. Also, ne, dann macht halt jeder das, was ihm Spaß macht. Der eine repariert halt Roboter und der andere sitzt halt rum und guckt fern. Und das ist dann aber gut so. Also ich meine, der halt Spaß am Roboter reparieren hat und dafür sein Geld bekommt, so dass er eben alles hat, was er haben will, dann ist doch gut, glaube ich. Ne? Also, ja, die Frage ist eben, will wirklich jeder an der Côte d'Azur wohnen mit einem Häuschen und eine Yacht haben oder so? Ich glaube eben nicht. Und was macht man mit den Menschen, die das haben wollen? Ja, schwierige Sache. Aber irgendwie so in die Richtung muss es gehen. Ja, mit den Ursachen der Flüchtlinge. Ganz schön weit ausgeholt. Ja? Na gut, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Die nächste Meldung: Unbekannte werfen scharfe Handgranate auf Flüchtlingsheim. Wieder ein sehr interessantes Thema. Gibt es Menschen, die so dumm sind? Ja, ich glaube schon. Sind die aber auch wirklich so dumm, eine scharfe Handgranate zu werfen, die da nicht explodiert? Also, wie kann das sein? Ja, finde ich sehr, sehr fragwürdig. Und jetzt mal so wieder verschwörungstheoretisch, ja, kann man herangehen und sagen, das könnte doch einer vom Verfassungsschutz gewesen sein, ja. Die haben halt da die kleine Terrorzelle in Baden-Württemberg infiltriert und sagen halt, ja, wir haben hier Vormann und so weiter und wir brauchen jetzt mal wieder eine kleine Aktion. Und der sagt, ja, ich habe hier Handgranaten, habe einen Kontakt irgendwo, können wir schön hier da reinwerfen. Und die Leute sagen, ja, mach du mal, alles klar, deine Idee kannst du machen. Ne? Und der wirft dann so und dann haben die Nachrichten was zu melden und keiner kommt zu Schaden und trotzdem haben sie was gegen die Hand, in der Hand gegen so diese Menschen da vorzugehen. So eine kleine Geheimdienstaktion. Würde passen, oder? Kann man sich ruhig mal ausdenken, sowas. So, wir haben na, einmal, nee, Moment, ich gehe mal kurz hier ins Inventar, um zu scrollen, damit das Spiel nicht verrückt spielt. Wenn ich mit der Maus rausgehe, so. Werfen wir nochmal da in die Richtung. Wir haben heute nicht ganz so viel gefangen. Es war in meiner ersten Aufnahme alles ein bisschen besser, in der ich aber vergessen habe, mein Mikro anzuschalten. Ich muss, glaube ich, ein bisschen langsamer. Ne? Man muss den Fischen ein bisschen Zeit geben da hinten. So wird es was. Was ist das? Arthur Fischer ist tot. Fischer passt super zu meinem Thema, zu meinem Video. Und immer wieder sind Tote in meinen Videos zu beklagen. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber Arthur Fischer ist der Erfinder der Fischerdübel und ich muss sagen, gute Arbeit geleistet. Fischerdübel haben wirklich, wirklich einen Vorsprung gegenüber den anderen Dübeln. Also der hat sich da wirklich, weiß nicht, ob der sich alles selber ausgedacht hat
oder ob er schlaue Ingenieure beschäftigt hat zuletzt. Aber da ist echt ein Unterschied. Also gerade so, für sich jetzt spontan, was mir so einfällt, sind Hohlwanddübel. Ja? Die sind so ein bisschen breiter. Und die dreht man so in Rigipsplatten rein. Also die sind so dick, haben fettes Gewinde und so weiter. Und da gibt es halt welche, die schlägt man so in die Wand ein, so mit dem Hammer einmal drauf und dann muss man die halt reindrehen. Und wenn man aber doppelt beplankte Wände hat, also zwei Rigipsplatten hintereinander, dann wird es ziemlich hart, die da reinzukriegen. Und dann zerbrechen die vielleicht, wenn man da mit einem Schraubendreher irgendwie da so reingehen muss. Und ist nicht gut, ist nicht gut. Und was aber bei Fischer mit drin ist, in dem Paket, dieser Hohlwanddübel, ist, dass da so eine Art, also die Dübel sind anders geformt, ja, die haben halt so einen Schlitz komplett durchgehend von vorne bis hinten. Und dazu gibt es so ein Metallschwert. Ja, und das steckt man halt durch den Dübel durch und dann auf die Wand und dann wird es gedreht. Und das hat so eine Aufnahme für einen Akkuschrauber. Und dann bohrt es sozusagen ein Loch genauso breit wie der Kern des Dübels vor. Und rundherum halt das Gewinde dreht sich dann so rein. Super Aktion, ist nie einer kaputt gegangen, hält bombenfest und eindrehen wirklich super, funktioniert. Habe ich bisher nur bei Fischerdübeln erlebt. Bei den anderen, wie gesagt, andere Konstruktionen und funktioniert nicht immer, geht irgendwie kaputt. Also, ja, ich kaufe jetzt nur noch Fischerdübel. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Fischerdübel. Nicht wirklich, aber naja, ein bisschen. Übergriffe von Köln. Oh, schon wieder Köln. Die Männer wussten genau, wie sie den Westen treffen. Ist hier eine Meldung, ja, Gewalt und Islam hängt nicht zusammen, sagt die ägyptische Harvard-Professorin Leila Ahmed. Und Übergriffe auf Köln, bla, Mittel gewesen und so weiter. Unten drunter steht noch Sexualität und Islam. Mohammed war gewissermaßen ein Feminist. Und ich glaube, das ist das Tolle am Islam. Ja, man kann sich das drehen und wenden, wie man es gerade braucht. Ne? Die einen sagen, da steht, man soll sich seine Frau nehmen, wann man will, ja, den Samen pflanzen, wann man will, zu jeder Zeit. Und die anderen sagen halt, Mohammed war Feminist. Klar, steht alles irgendwo in irgendwelchen Koranversen drin. Super Sache. Kann man den Islam dafür kritisieren? Hatten wir, glaube ich, letzte Mal. Ne? Ja, kann man. Muss er sich gefallen lassen. Es liegt alles nur daran, dass die keinen Papst haben, ja, der jetzt sagt, wie es wirklich ist. Sondern dass jeder machen kann, was er will. So, leider nur eine Trophäe, kein Unique. Ich habe in meiner ersten Aufnahme, ach so, ich muss leider in den Laden gehen und mir neue Köder kaufen. Die in Florida, die wissen auch, wie sie Geld machen. Ja, indem sie halt hier nur die Ritzen für Gold anbieten. Kaufen wir. Ah, komm, wir kaufen gleich. Kaufen wir gleich 10. Achso, natürlich müssen wir die wieder ranhängen. Hier. Sehr schön, werfen wir wieder aus. Ist natürlich auch wieder eine tolle Sicht, ne? So aus westlicher Sicht, ja, wo man halt christlich ist und einen Papst hat, sagt man, Papst ist super. Ja, der sagt einem, wo es lang geht. Und die ganzen Ayatollahs, ja, heißen die, glaube ich, die geistlichen Führer des Islams, da gibt es halt zu viele verschiedene, ja, die es unterschiedlich auslegen. Die haben zu viel Macht in der Politik. Kann man so sagen. Na gut, was gibt es noch? Panzerdivision Hitlerjugend. Auch jetzt eine super Überleitung. Razzia bei ehemaligem SS-Mann. Die sollen im Zweiten Weltkrieg Massaker an französischen Zivilisten verübt haben. Jetzt bekamen ehemalige Angehörige der SS-Panzerdivision Hitlerjugend Besuch von staatlichen Ermittlern. Ja, kann man die alten Leute nicht in Ruhe lassen. Könnte man sagen, man weiß nicht, wie die Leute heute drauf sind. Ne? Ja, vielleicht muss man das mal kontrollieren, so, ob die entnazifiziert wurden oder nicht. Keine Ahnung. Obdachlose im Regierungsviertel. Ich nuschel hier so ein paar Sachen weg, weil ich zu viel Spucke im Mund habe. Platte machen in Merkels Vorgarten. Obdachlose wohnen direkt im Regierungsviertel. Und weisen darauf hin, dass sie obdachlos sind oder keine Ahnung. Jetzt müsste ich mal runterscrollen. Kann ich gerade nicht. Vielleicht mache ich es mal eben auf dem Tablet auf.
Nanu, wo ist es denn? Ach, hier. Nee, auch nicht. Doch, hier. Hier die politischen Eliten, dort die Ärmsten der Armen. Mitten im Berliner Regierungsviertel schlafen Obdachlose, nur wenig hundert Meter vom Kanzleramt entfernt. Der Winter macht ihr Leben noch härter. Ja, macht das jetzt einen Unterschied, wo die liegen? Ist es jetzt besonders schlimm im Regierungsviertel? Ja, oder ob die am Alexanderplatz unter der Brücke liegen? Ist doch beides schlimm, ne? Die Frage ist, muss es sein? Also sind die Leute selbst schuld, weil sie sagen, nicht schuld in dem Sinne, sondern sagen, ich habe keinen Bock, mich irgendwo anzustellen und in so einer Unterkunft zu schlafen. Ich habe hier meinen Schlafsack. Ist zwar kalt, aber ich bleib halt hier. Kann sein, ne? Also kann ich mir vorstellen bei den Leuten. Vielleicht ist auch Alkohol im Spiel und die können sowieso keine klaren Gedanken mehr fassen. Aber würde jetzt nicht ausschließen, ja, dass die Leute halt einfach nicht wollen. So, also ich glaube schon, dass es Plätze gibt und auch in Deutschland genug Unterkünfte zu finden sind, wo man unterkommen kann. In China war neulich eine Meldung, oder war es China? Ich glaube schon. Schlafen die Leute im McDonald's. Also die gehen so mit ihren zwei Beuteln da so zu McDonald's und setzen sich da auf die Bank und pennen da. Waren ein paar Fotos zu sehen von den schlafenden Chinesen. Griechenland, Schlägerei in Athen, mehrere Deutsche verletzt. Also, ist wieder eine Meldung, die braucht man. Ne? Also Griechenland, das sind sowieso die Schlimmsten. Ne? Erst wollen sie ihre Schulden nicht bezahlen, dann machen sie die Grenzen nicht dicht, dann nehmen sie die Bootsflüchtlinge auf und schießen die nicht ab und schicken die vielleicht sogar noch weiter oder machen dicht nach Mazedonien, Balkanroute, bla 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 bla. Und jetzt verhauen sie auch noch die deutschen Urlauber. Ja, schlimm. Wenn man aber weiterliest, bei einem Kampf in der Altstadt von Athen sind mehrere Deutsche verletzt worden. Zeugen zufolge sollen griechische Linksradikale auf mutmaßliche Rechtsextremisten aus Deutschland losgegangen sein. Mutmaßlich kann sein, ja, wer Glatze hat und ein Hakenkreuz irgendwo tätowiert, da kann man schon davon ausgehen, dass das Rechtsextreme sind und die können von mir aus ruhig auf die Fresse kriegen. Ist also ganz in Ordnung. Was haben wir noch? Handynutzern wird falsche Uhrzeit angezeigt. Ist schlimm, wenn man die Bahn verpasst. Und wo die Korruption verliert, Infografik der Woche von Transparency International. Die wären beinahe mal Kunde von mir geworden. Ich mache ja so Internetseiten und ich sollte denen ihre Seite pflegen, beziehungsweise ihre Publikationsdatenbank frisch machen. Und das ist aber alles selbst gestrickt mit Typo 3 gewesen. Und ich hasse Typo 3 und habe dann mir das zweimal angeguckt, aber gesagt, nee, mache ich nicht. Müsst ihr euch leider jemand anders suchen. Ja, aber Korruption passt wieder zu dem Thema. Ne? Es gibt Menschen, die mehr haben wollen als die anderen und dadurch sind sie halt bestechlich. Wenn das Problem gelöst ist, gibt es auch keine Korruption mehr. Gibt es auch kein Transparency International mehr. Also, da muss man sich wieder überlegen, der Herr, komm nicht auf den Namen, Christian, hieß der, irgendwie weiter. Was macht der dann? Der will ja auch weiter seinen Mercedes fahren, glaube ich. Vielleicht fährt er sogar Porsche. Die haben ihr Büro hier in der Berlin, Mitte in der Neuen Schönholzer oder so. Schönhauser. Neue Schönhauser. Okay, egal. 50 Shades of Grey. Kim Basinger macht die Domina. Autsch. Ich verwechsel die gerade mit Sharon Stone. Na, wo hat denn Kim Basinger mitgespielt? Weiß nicht. Was haben wir noch? Zwischenfall in Aquarium. Großer Hai. Passt auch super, ne, zum Angeln. Großer Hai wird von noch größerem Hai gefressen. In Seoul. Hauptstadt von Südkorea, ne? Ja. Hai gefressen. Ach, was gibt's denn noch? Menschenrechtsverletzungen. Oh, schon wieder. Europäische Journalisten in Burundi verhaftet. Mensch, und die wollten über Menschenrechtsverletzungen berichten und nun sind sie menschenrechtsverletzt worden. Verhaftet, naja, man weiß nicht genau. Burundi ist deutsche Kolonie gewesen, ne? Weiß ich nicht, ob man da aus Deutschland irgendwas machen kann. Und sagen so, Leute, so geht's aber nicht. Soll wieder unter Aufsicht stellen, ne? So wie Polen. Also ja. Polen soll ja unter Aufsicht gestellt werden. Können wir machen. Ich glaube, wir können uns das teilen vielleicht wieder. So, machen wir eine Hälfte und Russland die andere Hälfte.
Wie auf Ideen kommen die Leute? Deutsches Bier kommt in China und USA an. Ja, Deutschland ist Exportweltmeister, ne? Jetzt sogar mit Bier. Hängt da überhaupt noch ein Köder dran? Sag mal. Wieso weiß denn keiner? Ja, Bestechungsversuch beim Leichtathletik, das hat man letztes Mal. Ja, also Sport, Fußball ist jetzt nicht ganz so meine Thematik. Stecke ich nicht drin. Ich habe vor kurzem angefangen, Rugby-Matches zu gucken. Also jetzt mal so die Klassiker irgendwie, das Finale irgendwie von einer Weltmeisterschaft zwischen Australien und Neuseeland oder so. Ist schon ganz interessant. Also vielleicht sogar ein bisschen spannender als Fußball. Also deutlich, ja doch, nee, nicht vielleicht. Spannender als Fußball, finde ich. Und spannender als amerikanisches Football auch. Ist schon interessant, was da für Typen rumrennen. Ja? Und dass dann nach 2 Minuten dem gleich mal die Nase blutet irgendwie. Der aus Versehen mal eine drauf gekommen. Aber spielt weiter, ne? Das ist kein Problem. Muss nur ab und zu mal abwischen. Wintertrend. Fatbike, jetzt kommt's ganz dicke, ja, so dicke Reifen damit in Schnee fahren, okay. Bisschen Urlaub muss immer sein. Phobie, Ohnmacht vor der Spritze. Ja, ist blöd, ne, wenn man Angst hat, so gepiekst zu werden. Ach, hier eine schöne historische Meldung haben wir noch. Patrice Lumumba, Märtyrer des Kongo. Gewählt, ermordet, verehrt. Nach nur 3 Monaten wurde der erste demokratische Premier des Kongo 1960 weggeputscht, dann gefoltert und erschossen. Belgien und die CIA halfen beim Mord. Ja, Patrice Lumumba störte Kolonialisten wie Antikommunisten. Das ist heute immer noch so. Ja, es war 55 Jahre her, aber brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, wer heute Kommunist ist, ist auf der Abschussliste. Ja. Vielleicht eben nicht mehr ganz so offensichtlich, ne? Also so mit Pistole, sondern mehr so politisch, also Putin zum Beispiel. Ja, der ist halt, da hacken sie auf ihm rum, ne? Weil er Kommunist ist. Die Geschichte ist übrigens die, dass Jelzin sozusagen, als Russland frisch war, neu war, Russland halt verkauft hat. Ne? Die ganze Ölförderung und so weiter war halt alles privatisiert und Putin hat das wieder rückgängig gemacht. Ne? Also er hat halt hier dieses ganze Oligarchentum, was halt Oligarchentum, was den vorgeworfen wird. Jein, also Putin hat es meiner Meinung nach eher verringert und eben so Konzerne wieder verstaatlicht. Dass so ein Konzern trotzdem gelenkt werden muss von jemandem und dass das dann ein Kumpel von Putin ist, ist wieder eine andere Frage. Aber die Gewinne von, wie heißen die, Gazprom, die kommen halt jetzt nicht mehr den westlichen Investoren zugute, so wie es unter Jelzin der Fall war, sondern bleiben halt bei Russland und deswegen sind die Leute halt sauer. So, was haben wir noch? Achso, genau, Griechenland. gleiches Thema, ne? Also, weil ich meinte, die Griechen sind die ganz schlimm, ne? Die wollen ihr Gold nicht hergeben. Griechenland ist in Europa der größte Goldproduzent. Also wird da geschürft. Aber wer macht's nicht? Die Griechen? Ja, es gehört nicht den Griechen. Die verkaufen nur die Lizenzen und gehören, tut's oder machen, tut's und die Kohle macht ein kanadisches Unternehmen. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Aber die Kanadier schürfen da Gold. Und der Tsipras, der hat als letzte Amtshandlung, bevor seiner Neuwahl, diese Verhandlungen um die Lizenzen des Goldschürfens ausgesetzt. Deswegen sind die so sauer auf den. Nur mal so nebenbei. So, damit ist die Seite hier am Ende. Ja, einmal durchgescrollt, habe ich irgendwas übersehen? Was Wichtiges weggelassen. Paul Kantner ist tot. Ah, nicht so viele Tote. Ich glaube, ein Toter pro Folge reicht. Online-Versandhändler. Amazon überfordert Paketdienste. Das war vorhin noch eine etwas größere Meldung. Amazon, ich hole jetzt mal ein, ich werfe neu aus. Kann nicht sein, dass überhaupt sich niemand dafür interessiert. Amazon liefert selbst aus, macht sozusagen Konkurrenz zu DHL und Co. Ja, es macht, glaube ich, Sinn für die. Ne? Kein Sinn macht es, ihre Versandzentren irgendwie nach Polen zu legen. Also macht schon Sinn natürlich, aber halt nicht für die deutschen Kommunen, ja, die halt vorher die
Gewerbesteuer da bekommen haben. Die gehen halt jetzt leer aus, leider. Ansonsten ist für Amazon schon wichtig, so ein Riesenunternehmen. Die haben so viel, ja, wenn es DHL nicht mehr schafft, müssen es halt selber machen. Das ist ja die Geschichte mit Drohnen, die so selbstständig ausliefern können. Fisch, Fisch. Oh, kein Unique. Oder? Na, vielleicht doch. Oder? Nee. Nee, fühlt sich leicht an. Ist eine Trophy. Ah, schade. Mensch, beim ersten Aufnahmeding hatte ich einen Fisch. Einen Unique, auf jeden Fall. Obwohl, es fliegt, fährt er wieder raus. Oh, naja, mal gucken. Oh, neue Nachrichten, neue E-Mails. Oh, muss ich gleich mal beantworten. Ja, Entschuldigung, falls ihr jetzt eure E-Mails gecheckt habt, weil sie einmal Bing macht. Das war in Wirklichkeit meine. Sort's gleich nochmal, aber na, das waren ja eh zwei. Ja, ich konzentriere mich jetzt hier lieber mal drauf, nicht, dass ich wieder einen verliere, aber wie gesagt, es fühlt sich nach Trophäe an. Das ist kein Unique. Aber einmal auswerfen tue ich da noch, auch wenn die Zeit jetzt schon wieder rum ist. Also ich probiere es nochmal und dann schneide ich einfach das Zeug raus, damit es nicht zu lang wird, das Video. Und um Amazons Versandpolitik kümmern wir uns vielleicht nächstes Mal noch. Nee, die einzige Sache ist, die Versandzentrum ist halt in Polen und es gibt ja so eine Sache, dass man halt dann bei bestimmten Artikeln sieht, Verkauf von so und so und Versand durch Amazon. Und das bedeutet halt, dass der Händler, also der Hersteller, Händler, wie auch immer, seine Sachen zu Amazon schicken muss, damit die das dann versenden können. Also die haben das bei sich gelagert, aber es gehört nicht denen. Und wie gesagt, der Trophy war es. Und wenn Amazon halt seine Sachen auslagert nach Polen, heißt es für die Händler, die halt in Deutschland sitzen, dass sie ihre Sachen nach Polen schicken müssen, um die dort einzulagern, um die dann wieder in Deutschland zu verkaufen, ja, damit die Amazon wieder nach Deutschland schickt. Und das ist halt, naja, so umwelttechnisch nicht gut und kostet vielleicht für die Händler auch mehr Geld, das halt irgendwie nach Polen zu verschicken, anstatt es irgendwo hier in Deutschland einzulagern. Also Amazon. Alle wollen sie Kohle machen. Kohle, 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 Profite, Profite, Profite. Nur um sich zu schützen. Ja, also vor Übernahmen vielleicht auch. Ne? Und wie gesagt, da muss, um das Thema nochmal kurz anzureißen, da muss halt was passieren. Ja? Dass die Leute nicht mehr Geld haben wollen, als sie brauchen. Schade. Köder gefressen war bestimmt ein Unique. Und andererseits, der Firmenwert spielt ja auch mal eine Rolle. Ne? Upsi, nicht weit genug geworfen. Ja, dass die halt nicht Angst haben müssen, übernommen zu werden. Und da hilft natürlich bei sowas so staatliche Konzerne, ne? Na, ist das weit genug geworfen? Ne, 23 nehme ich nicht. Ich will noch weiter haben. Ein schlechter Auswurf. Ja, wenn man Konzerne in die Pflicht nimmt. Hatten wir VW schon angesprochen in dieser Folge? Oder war es die Aufnahme davor? Mist. Weiß ich nicht mehr. Ja, 25 ist gut. Ja, VW in die Pflicht nimmt und sagt, ihr müsst euer Geld abgeben, eure Gewinne, um die Armen zu füttern. Ja, dann sagen die ja, nö, wir gehen weg. Oder sie haben halt auch Angst, ne, dann, wenn sie weniger Wert haben, dass sie halt aufgekauft werden von, keine Ahnung, wer könnte sowas machen? Toyota vielleicht. Da muss man natürlich verhindern, da muss man also Riegel vorschieben, gesetzlich. Ja, zum Beispiel eben, weil es ein staatlicher Konzern ist. Das führt uns alles nur zum Kommunismus. Ja. Und funktioniert ja auch nicht ganz. Also nicht richtig irgendwie, weil es halt auch andere Systeme gibt. Müsste Weltwirtschaft, Revolution geben. Irgendwie muss halt überall neu aufgebaut werden, wie gesagt, unter Weltkrieg und so. Danach dann. Vielleicht. So, jetzt drehen wir uns im Kreis. Ne? Es fallen mir keine anderen Themen mehr ein. Also ich angel mal hier noch ein bisschen und schneide das dann. Und wenn ich nicht mehr fange und das Video jetzt zu Ende ist, dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Petri, heil.
Na, das macht ein bisschen schwereren Eindruck jetzt. Ja, der haut auf jeden Fall ein paar Meter ab und schwimmt raus. Er will aufs offene Meer. Aber ich habe nur 71 Meter auf der Rolle. Hoffentlich geht es gut. Ja, hat jetzt 18, kurz vor 18:30 gebissen, ist also ganz okay. Oh. Das ist nicht gut. Hoffentlich kriege ich den diesmal angelandet. Die Spannung ist ein bisschen zu hoch, dann, wenn ich hier zu lange halte, wird hier wieder ausreißen. So, in der Woche Aufnahme, meine ich, habe ich vergessen, über Uma Thurman zu reden. Das hatte ich eigentlich in der vorigen Aufnahme, wo mein Mikro nicht an war, weil da nämlich noch eine Meldung gab, dass Quentin Tarantino ja hier einen Film rausbringt. Hier der, ach, vergessen, wie er heißt, aber war halt irgendwie so eine kleine Meldung. Ich muss jetzt die neuen Filme nicht gucken. Ich habe vielleicht so die Klassiker, so Pulp Fiction, klar, kennt man. From Dusk Till Dawn vielleicht noch, und mehr fällt mir jetzt im Augenblick gar nicht ein, doch Kill Bill noch, ne? Und so bin ich auf Uma Thurman gekommen, und meine Idee war, in meiner kommenden Videoserie zu XCOM 2 mein Ranger, also eine Rangerin sozusagen, Uma Thurman zu nennen, beziehungsweise halt nicht den echten Namen, sondern halt wie sie im Film hieß. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Und Spitzname Kill Bill oder irgendwie sowas, ne? Weil die Ranger, die kommen halt mit einem Schwert, ja, und gehen halt in den Nahkampf und bringen die Aliens oder andere Menschen halt mit Schwert um. Das würde ganz gut passen, glaube ich. Das war so meine Idee. Ja, ist ein langer Kampf. Ich hoffe, dass sich das gelohnt hat. Ich habe jetzt viel Geld ausgegeben für Gold. Und wahrscheinlich gibt es nicht genug Gold, um das zu rechtfertigen. Mal gucken. Oh, ist ein bisschen auf mich zugeschwommen, sehr schön. Ja, XCOM 2, freue ich mich sehr drauf. Kommt nächste Woche raus, am 5.2. Und da bin ich aber noch im Urlaub, komme also am 5.6. oder so wieder. Also nicht am 5.6., sondern am 5. oder 6.2. Naja, und dann geht es vielleicht am Sonntag, am 7. mit dem Livestream los. Ja, ich werde das wahrscheinlich so wie mit XCOM machen und mir ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen besser spielen und mich mehr mit meinen Soldaten identifizieren, dass ich nicht ganz so leichtfertig ihren Tod in Kauf nehme. Und hoffe, dass das ein paar Leute interessiert. Also XCOM Enemy Within ist ja schon ein bisschen älter, das guckt jetzt nicht so viele, aber XCOM 2 lockt vielleicht ein paar Leute an. Und da ist aber die Frage, locke ich nur Leute an, indem ich auf Legendary, also die schwerste Schwierigkeitsstufe, spiele. Aber wenn ich dann verliere, sind die Leute wieder weg, die sich dafür interessieren. Also dafür muss ich schon gut sein, oder versuche ich es eben erstmal so ein bisschen auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad und damit in das Spiel halt reinzukommen oder so, mal sehen. Aber ich tendiere doch zu Letzterem. Dann sehen, wie es läuft. Und wenn ich gut bin, kann ich ja dann die zukünftigen DLCs, die es da geben wird, immer nochmal einen neuen Run starten und das dann halt auf Legend spielen. Es ist halt ein großes Risiko, kommt aber eben logischerweise immer auch mit einer großen Belohnung. Also ich habe XCOM Enemy Within bei einem Spieler gesehen, der es auf unmenschlich spielt. Und sie hat in derselben Zeit, in der ich jetzt gespielt habe, alles Kernels und Kohle überall ohne Ende und überall Satelliten gestartet und so weiter. Unglaublich, ja. Also der Typ, ist ich nicht, ob er Glück hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist einfach gut. Also von dem muss ich mir eine Scheibe abschneiden. So, jetzt ist er doch fast dran gewesen. Komm schon. Viertelstunde schon in-game. In echt müssten es jetzt 4 Minuten Kampf gewesen sein. Mano. Jetzt haben wir da mal gleich. Jetzt nicht unterm Steg durch. Das wäre ein bisschen nervig. Puh. Nein, es ist. Och.
Knochenechte in Trophäengröße. Ne? Den wollte ich nur gar nicht haben. Ich wollte doch eine unique. Oh. Naja. Schön und enttäuschend zugleich. Komisch. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.